Nach recht langer Zeit mache ich mir mal wieder einige Buletten. Dazu brauche ich rund 500 Gramm Hackepeter, Salz, Pfeffer, Kümmel, ein in Milch eingeweichtes Brötchen, zwei Zwiebeln und zwei Knoblauchzehen. Die Laugenbrötchen, die Champignons, der Eisbrechsalat und der Parmesan mit Basilikum kommen alles etwas später ins Spiel. Senf und Ketchup kommen gleich mit in die Hackmasse. Sind es geworden. Der Grill läuft und wenn er heiß genug ist, werden meine Buletten dann gegrillt. Der Grill hat jetzt 250 Grad. Jetzt kommen die Buletten auf den Rost. Die sind mal wenden. Obwohl ich die Roste eingeölt habe, kleben sie mir an. Kann man nichts machen. Jetzt kommen die Champignons ins Spiel. Hier kommt der Basilikum Parmesan-Käse oben drüber. Jetzt werde ich mir mal die Laugenbrötchen belegen. Als erstes etwas Barbecue-Soße. Habe ich noch ein bisschen wenig genommen. Nun, die Flasche ist voll. Egal. Thank you.
etwas Eisbergsalat. Den habe ich heute gekauft im Supermarkt X. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Der Kassierer wusste nicht, was es ist und gab es falsche ein. Das habe ich erst gemerkt, als ich alles einpackte. Er kann Eisbergsalat vom Weißkohl nicht unterscheiden. Glück für mich, kostet nur die Hälfte. So, jetzt eine Bulette. Noch eine Bulette. Alles zusammengeklappt. Drehen wir das alles noch ein bisschen um. So. Und fertig ist mein Mittagessen. Meine Buletten haben mir sehr gut geschmeckt. Und wie so oft ist auch noch etwas übrig. Die werde ich mir dann später schmecken lassen. Und das war's dann für heute. Tschüss, bis zum nächsten Video.